Thema Schule kann auch positive Schlagzeilen machen. So geschehen am 15. April anlässlich des Spatenstichs der AHS am Standort Aspernstraße Kontiweg. Hier errichtet die BIK eine neue allgemeinbildende höhere Schule für Wien-Donaustadt. Den offiziellen Startschuss gaben Unterrichtsministerin Claudia Schmidt, der Wiener Bildungsstadtrat Christian Oksonitsch, Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl, der Donaustädter Bezirksvorsteher Norbert Schädt und BIK-Geschäftsführer Wolfgang Gleisner. Unser Ziel ist im August die Fertigstellung zu machen, sodass wir im Schuljahr 2010-2011 bereits in der neuen Schule Unterricht haben können. Ja, die Nettobaukosten kalkulieren wir mit 23,5 Millionen Euro aus heutiger Sicht. Wir hoffen auch, dass wir diese Kosten einhalten können und freuen uns, einen Neubau einer Schule in Wien machen zu können. Ja, wir sind hier im 22. Bezirk, einem sehr expandierenden Bezirk, in dem ich mich auch persönlich gut auskenne. Ich bin hier auch aufgewachsen, wohne auch hier und Sie sehen sie auch rundherum an den Bautätigkeiten. Es sind hier einfach sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen zu Hause und daher ist dieser Neubau, und es ist ja mittlerweile schon eher selten, dass wir neue Bauten errichten in der Dimension, notwendig geworden. Und ich freue mich, dass ich heute mit so einem positiven Schulthema auch einmal beschäftigt bin. Mit dem Neubau, geplant vom Architekturbüro Atelier Heist ZD GmbH, stehen rund 1000 Schülern ab dem Schuljahr 2010-2011 36 neue Stammklassen zur Verfügung. Das Besondere an dieser Schule ist, dass wir einen großen Wert auf die Freiräume im weiteren Sinn gelegt haben. Das heißt, nicht nur die Außenräume, sondern auch, dass innerhalb der Schule es viele Bereiche gibt, wo sich die Schüler zurückziehen können, sich wohlfühlen können, um auch in den Pausenzeiten hier sich austoben zu können. Zusätzlich wird die Schule auch mit diversen Sonderunterrichtsräumen, Bereichen für die Nachmittagsbetreuung, einer Kantine sowie mit 3 Turnsälen und einer Außensportanlage ausgestattet. Am Kontiweg werden, wie beim Umbau des Gymnasiums in der Bernoulli-Straße, Container aufgestellt, in denen der Unterricht übergangsweise bis zur Fertigstellung des Schulneubaus stattfinden wird. In Wien selbst sanieren wir derzeit 100 Objekte gleichzeitig. Wir investieren einen Betrag von 570 Millionen für die Sanierung der Schulbauten in Wien in den nächsten 8 Jahren. Das heißt, das ist ja tatsächlich auch aus konjunkturpolitischer, aber für mich vor allem interessant als Bildungspolitiker, aus bildungspolitischer Sicht, einiges in Bewegung. Und wie schaut es mit den schulischen Leistungen der anwesenden Prominenz aus? Ja, ich war ein guter Schüler. Sind Sie gerne in die Schule gegangen? Auch das. Ja, auch das, das stimmt, ja. Ich war ein mittelmäßiger Schüler, ich war ein engagierter Schüler, aber ich bin im Mittelfeld immer mitgeschwommen. Ich war mittelprächtig.